которая идет из центра мироздания и наполняет, питает все живое. So gibt es fast in jeder Kultur und Weltanschauung den Begriff und das Sinnbild dieses ursprünglichen Lichts, welches aus einer Quelle, aus der Urquelle des Universums strömt und alles Lebendige mit diesem Licht aufbaut und nährt. Когда мы говорим об этой тонкой энергии, мы можем это явно почувствовать, когда мы были на работе, мы устали, пришли домой, например, вышли в сад или пошли гулять в лес, и мы сразу начинаем наполняться энергией, даже несмотря на то, что мы там ничего не кушали, а просто находимся в более энергетическом месте. Und jeder von euch konnte schon diese Energie wahrnehmen, als Beispiel, wenn man nach einem ermüdenden Arbeitstag nach Hause kommt und sich dann irgendwo in den Garten begibt oder in die Natur begibt, einen Waldspaziergang macht und ohne etwas gegessen zu haben, fühlt man, wie man sich mit der Kraft der Natur auflädt und wieder zu Kräften kommt. Итак, с центра мироздания идет энергия от тонкого к грубому. Aus dem Mittelpunkt des Universums strömt die Energie vom Feinstofflichen zum Groben. И в самом грубом его проявлении мы можем видеть в виде земли, то есть стихия земли. Und die gröbste Erscheinung dieser Energie ist das Element Erde. То есть это твердое состояние вещества. Das ist der harte Zustand eines Stoffes. Кроме первого элемента земля, есть другие первые элементы вода, огонь, воздух. Neben dem Erstelement Erde gibt es die anderen Erstelemente Wasser, Feuer und Luft. Соответственно, вода – это жидкое состояние вещества, огонь – это плазма, а воздух – это газ. Dementsprechend ist das Element Wasser ist der flüssige Zustand eines Stoffes, das Feuer spiegelt das Plasma wieder. Und das Element Luft ist der gasförmige Zustand eines Stoffes. Когда мы говорим о нашем физическом устройстве нашего тела, то есть Земля – это то материальное тело, которое мы можем пощупать. Wenn wir diese Elemente auf unseren Körper übertragen, sind alle festen Bestandteile, Knochen und andere festen Bestandteile des Körpers sind dem Element Erde zuzuordnen. Вода – это наша кровь, слюна, жидкостные среды нашего организма. Wasser ist zum Beispiel das Blut, Speichel, andere Flüssigkeiten, die im Körper sind. Огонь – это огонь химической реакции, которая происходит в клетках, когда вещества перерабатываются из одного состояния в другое. Das Feuer ist das Element, welches im Körper in der Form erscheint, dass es die Stoffwechselprozesse sind, also das Feuer der Verdauung und das Feuer in den Zellen, wo Energie und Wärme entsteht. Воздух – это тот газ, который мы вдыхаем и который есть в нашем организме и наполняет наши клетки. Das Element Luft ist auch der Luft bzw. das Gas, welches wir einatmen, welches auch durch den Körper strömt und sich durch die Zellen des Körpers verteilt. Таким образом, вроде бы это некая такая физическая картина мира, которая состоит из первого элемента. Einerseits ist es so ein physisches Modell der Welt, welches aus den fünf Urelementen besteht. Но в основе этих первых элементов это как раз основополагающая энергия, энергию, которая в славянской традиции называется жива, в других традициях она может называться ки, чи, ци, прана, Омна, Мана или какими-то другими названиями. Und als Grundelement, als Grundbestandteil, aus dem sich diese Elemente zusammensetzen, den nennt man in der slawischen Tradition Shiva. In anderen Kulturen gibt es auch andere Bezeichnungen dafür, zum Beispiel Prana, Ци, Ки, Омна und so weiter. Таким образом, все говорят о энергии, но на самом деле энергия, она как свет, и она имеет уровни доступа. И поэтому у каждого народа, у каждой традиции свой уровень доступа. У кого-то к более грубым уровням, у кого-то к более тонким. Und weil das Lichtspektrum vielfältig ist und aus verschiedenen Frequenzbereichen existiert, hat jedes Volk bzw. Kultur Zugang nur zu einem gewissen Frequenzbereich. Manche Kulturen haben Zugang zu gröberen Bereichen, manche Kulturen haben Zugang
zu feinstofflicheren Bereichen dieses Lichtaspektes. В нашей традиции живо дается в самом максимальном уровне, от самого грубого до самого тонкого, поэтому ее может человек использовать для здоровья, материализации событий и в том числе для достижения просветления самых высших целей. In unserer Kultur wird das Jiva in allen Frequenzbereichen, in allen Spektren vermittelt, vom gröbsten bis zum feinsten. Deshalb kann derjenige, der es anwendet, es von Aspekten der Gesundheit, Erfolg, Business und so weiter in allen möglichen Lebenssphären anwenden. Продолжаем.